Hallo, wir haben die Anna-Luisa und die Jenja von der Firma PEC. Herzlich willkommen. Tut euch mal kurz vorstellen, was euer Unternehmen so macht. Gerne, also ich bin Jenja, ich bin 24 Jahre alt und ich bin duale Studentin bei der PEC im Bereich Recruiting. Ich bin dort fürs Bewerbermanagement zuständig und unterstütze da und ja, helfe auch ein bisschen im Active Sourcing und was sonst eben so an Recherchethemen bei uns landet. Ja, ich bin Anna-Luisa, ich bin 28 Jahre alt und ich arbeite auch im Recruiting. Bin am Standort Wolfsburg. Wir von der PEC machen Projektprozessmanagement, arbeiten mit unseren Kunden zusammen und haben verschiedene Standorte in Deutschland, in Bremen, Friedrichshafen, München, Stuttgart und Wolfsburg. Ja, genau. Cool, also dann du bist noch Studierende und Ich bin du fest bist Vollzeit im fest Vollzeit, Recruiting, genau. genau. So, wenn du ja schon Studierende bist, was macht denn das Unternehmen so attraktiv? Ich finde zum einen generell so die Unternehmenskultur und einfach ja so das Miteinander. Also wir sind total herzlich empfangen worden, als wir vor circa einem Jahr beide angefangen haben. Und ich habe mich auf jeden Fall direkt wohlgefühlt und wir haben viele coole Events und Partys und ja generell einfach so die Kollegen und Kolleginnen sind auch alle super. Und ja, das macht es für mich so aus. Cool. Wie ist es für dich? Ja, ich glaube, was für Studierende, die dann zu uns kommen als Absolventen, ganz cool ist, ist, dass sie halt sofort integriert werden. Also wir haben quasi so ein Rookie-Programm, heißt das. In den 6 Monaten durchläuft man das, ist monatlich dann am Standort mit Kollegen essen, trinken, kann sich vernetzen, kann ein bisschen quatschen. Am Ende dieser 6 Monate gibt es dann ein sogenanntes Rookie-Abschluss-Event. Da fährt man Okay. zusammen über Nacht weg. Also man wird nicht alleine gelassen, man durchläuft das gemeinsam und ich glaube, das ist gerade für den Start, wenn das so die erste richtige Stelle ist, ganz angenehm. Cool. Was gibt es denn so für offene Stellen? Also Praktika, Werkstudenten, Abschlussarbeit, kann man das bei euch alles machen, Ja. oder? Genau, also grundsätzlich ist es bei uns natürlich immer so ein bisschen abhängig von der Projektsituation, die natürlich auch sehr dynamisch ist und sich dann auch schnell ändern kann. Grundsätzlich sind wir natürlich offen für Werkstudenten oder dass man eine Abschlussarbeit bei uns schreibt. Man muss dann halt einfach immer gucken, wie es gerade aktuell zu dem Zeitpunkt aussieht. Deswegen darf man sich bei uns dann vielleicht auch nicht abschrecken lassen, wenn man jetzt bei uns in den Stellenanzeigen nicht immer was findet. Wir haben auch immer online eine Initiativbewerbungsstelle geschaltet. Da also gerne auf uns zukommen, sich einfach bewerben oder uns auch einfach anrufen und fragen, wie es gerade aussieht. Und dann schauen wir da halt immer, ob da irgendwie was machbar ist. Cool. Wie ist so in eurem Unternehmen die Work-Life-Balance? Also, wie kann man sich die Freizeit und das Arbeitsleben so gestalten? Hat man da Freiheiten oder ist man da wirklich gebunden? Also grundsätzlich bieten wir auf jeden Fall Remote-Arbeit an. Ist natürlich dann von Projekt zu Projekt ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, bei welchem Kunden du natürlich bist, weil die haben natürlich auch dann teilweise ihre Anforderungen, dass sie sagen, komm Okay. bitte einmal die Woche, sei dann irgendwie einmal die Woche präsent. Aber von uns aus können wir sagen, dass wir da grundsätzlich offen sind für Homeoffice und das dann auch, soweit es auch mit dem Kunden vereinbar ist, jeder so gestalten kann, wie er möchte. Wenn du natürlich intern oder overhead angestellt bist, ist es natürlich nochmal was anderes. Wir Okay. beide können uns das halt mehr oder weniger aussuchen, aber natürlich versucht man auch regelmäßig dann ins Office zu kommen. Es macht ja auch Spaß, sich dann mit den Kollegen mehr auszutauschen. Und dann ist es natürlich gerade im Homeoffice eigentlich ganz cool. Dann kann man auch sagen, okay, ich habe dann jetzt um 10 Uhr meinen Zahnarzttermin und dann lege ich mir meine Termine halt entsprechend. Ja. Und dann lässt sich das halt auch alles super Ja. irgendwie miteinander kombinieren und Wie vereinbaren. ist es für dich als duale Studentin? Weil das ist ja Arbeit und Uni irgendwie alles gleichzeitig. Also an der Hochschule, wo ich studiere, ist es tatsächlich so geregelt, dass wir nicht Blockunterricht haben, sondern quasi dreimal die Woche im Unternehmen sind und zweimal die Woche in der Uni. Okay. Und ich vorher in Wolfsburg gewohnt, das heißt, ich bin noch eigentlich am Standort Wolfsburg angestellt, wohne jetzt aber in Köln, weil da eben die Hochschule sitzt und das lässt sich halt auch so super vereinbaren, weil ich dann halt immer so gucke, dass ich einmal im Monat ins Office komme und den Rest halt dann von zu Hause aus arbeite. Und ja, ich kann es so bestätigen, es ist halt super flexibel und da hat auch jeder Verständnis für und genau, also gerade bei uns als Overhead-Stellen ist das halt, glaube ich, ein ganz kleiner Unterschied als im Projektalltag, sage ich jetzt mal, aber generell super flexibel, ja. Cool. Anna-Luisa, Jenja, danke für eure Zeit und auch einmal herzlich willkommen bei uns hier in Göppingen an der Hochschule Esslingen. Danke Vielen lieben schön. Dank.